klar gemacht hat, er möchte Franz Müntefering wieder als Parteivorsitzender haben? Nein, das war nicht entscheidend, denn auch für Kurt Beck war klar, für jeden von uns ist klar, dass Franz Müntefering eine wichtige Rolle spielt in der Partei, auch natürlich in einem Wahlkampf. Er hätte auch natürlich, wenn nicht diese Entwicklung eingetreten wäre, schon eine Rolle gespielt in einem Wahlkampfteam, denn wir streben eine starke Position bei der Bundestagswahl an, da gehörte Franz Müntefering natürlich dazu. Sind heute die Rechten in der SPD gestärkt worden, eine Abkehr vom Flirt mit links? Ich halte überhaupt nichts davon, mit diesen Kategorien weiterzuarbeiten. Die Partei muss wissen, alle Mitglieder der Partei, dass wenn wir nicht geschlossen auftreten, der linke Flügel, der rechte Flügel, immer hat es diese Flügel gegeben, solange es die Partei schon gibt. Das ist auch normal in einer großen Volkspartei. Müssen zusammenstehen, geschlossen, hinter dem Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier, auch hinter dem Parteivorsitzenden Franz Müntefering. Sonst ist alle Mühe vergebens, die wir uns heute gegeben haben. Ist das eine Rückkehr zur Agenda 2010? Die Agenda ist ja nicht generell in Frage gestellt worden, ein Punkt. Aber dass die Agenda die Grundlage war für Wirtschaftswachstum, für den Rückgang der Arbeitslosigkeit, steht ja außer Frage. Natürlich wird dieser Weg weitergegangen. Herr Struck, das Bild muss man sich vorstellen, Kanzler und Kanzlerkandidat jetzt gemeinsam im Kabinett. Wie soll das noch ein Jahr gehen? Das ist geht. Nicht Zeit für doch Neuwahlen vorgezogen? Das geht. Das gab ja zu der Zeit von Kiesinger und Brandt auch. Da war auch unser Außenminister Willy Brandt Kanzlerkandidat. Und Kiesinger von der CDU war Kanzler. Wir haben hinterher gewonnen. Ich hoffe, dass es beim Jahr 2009 genauso kommt. Aber natürlich ist völlig klar, Frank-Walter Steinmeier ist unser Kanzlerkandidat. Er tritt für die SPD an, um diese Position, und wird sich mit Frau Merkel auseinandersetzen. Trotzdem will ich noch hinzufügen, Herr Deppendorf. Natürlich werden wir weiter zusammen regieren. Wir haben einige Punkte noch zu erledigen. Kauder und ich, Volker Konig, wollen dafür sorgen, dass die Fraktionen zusammenarbeiten. Wir können es nicht erlauben, noch über ein Jahr Wahlkampf zu machen in Deutschland. Peter Struck, ganz herzlichen Dank. Seine Rückkehr als möglicher Parteivorsitzender, als Neuer, ist die Überraschung des Tages. Viel wurde über seine zukünftige Rolle in der Partei gerätselt. Sein Auftritt im bayerischen Wahlkampf war fulminant. Nun soll er die Partei einen. Er ging vor 2,5 Jahren, als er in einer Personalfrage gegen die Linken in der Partei verlor. Nun halten ihn viele für das Herz und die Seele der Partei. Christian Elf Wulff. München vergangenen Mittwoch. Franz Müntefering ist zurück auf der politischen Bühne. Wahlkampf in Bayern. Müntefering gibt seine Paraderolle, das Schlachtross. Heißes Herz und klare Kante. Das riecht, meine Damen und Herren, sehr nach Schweiß und nach Anstrengung. Aber ich sage Ihnen, ich sage euch, das ist besser, heißes Herz und klare Kante als Hose voll. Das riecht auch nicht gut. Wunderbar. Ich bin so angeregt und aufgeregt, weil ich fand es einfach wunderbar. Müntefering wärmt wieder die Herzen. Wie damals, 2004, da löste er Gerhard Schröder als SPD-Chef ab, weil die Partei sich nach einer Vaterfigur statt nach einem Bastardkanzler sehnte. Müntes ganze Liebe zur Partei in einem Satz. Wissen Sie, das ist das schönste Amt neben Papst, Vorsitzender der SPD zu sein. Doch bald zeigt sich der Unterschied zwischen SPD und katholischer Kirche. Müntefering kann seinen Wunschkandidaten zum Amt des Generalsekretärs nicht durchsetzen und tritt nach nur 1,5 Jahren zurück. Gradlinig nennen das manche, stur und dickköpfig die meisten. In der Folge ist Franz Müntefering eine Art Nebenvorsitzender, SPD-Chef der Herzen, zuständig für das große Gefühl. Die Inhalte freilich entwickeln sich nicht in seinem Sinne. Parteichef Beck schwenkt nach links. Agenda 2010 und Rente mit 67 sollen zurückgedreht werden. Müntefering unterliegt im Machtkampf, aber er verspricht: Ich wollte euch heute nur sagen, liebe Genossen, Genossen, es ist noch was da. Ich bin noch nicht ausgetrocknet. Doch dann der 13. November 2007. Müntefering nimmt Abschied. Ein letztes Mal der rote Schal in der Bundespressekonferenz. Der Grund? Man spricht darüber nicht leicht und nicht gern, aber meine Frau ist seit geraumer Zeit erheblich erkrankt. Hochachtung von Freund und Feind für diesen Schritt. Viele sehen darin gelebte Solidarität, also SPD im Privaten. Er pflegt seine Frau bis zu ihrem Tod im Juli. 300 Tage nach seinem Abschied ist Franz Müntefering nun wieder designierter SPD-Vorsitzender.
Das war der Brennpunkt. Mehr zu den heutigen Ereignissen bei Anne Will und dann in den Tagesthemen. Jetzt gute Unterhaltung beim Polizeiruf 110. Sein Titel: Taximord. Einen schönen Abend noch.